letztes Jahr nach Frankreich gezogen. Und zwar auch wieder nach La Rochelle. So, hier am Châtillon Plage, wo ich auch letztes Jahr angefangen habe, den Urlaub. Ja, war eben im Wasser gewesen, gestern schon angekommen. Aber gestern sind wir auch erst gekommen. Dann bin ich noch in La Rochelle rumgelaufen, habe mir dann noch ein Sonnenbrand geholt, den ich dann heute erstmal noch ein bisschen auskuriert habe. Muss noch ein längeres T-Shirt mir holen. Ja, und jetzt habe ich gedacht, einfach mal an den Strand. So, was habe ich heute gemacht? Ich war heute in La Rochelle unterwegs, wie gesagt, um ein T-Shirt zu holen, ein längeres. Dann habe ich, da war mal in Rochefort, war ich gewesen. Ja, alles mit Auto natürlich. Und ja, das Hotel ist direkt im Zentrum der Stadt, am Hafen von La Rochelle. Also wirklich klasse gelegen. Gott sei Dank. Parken im Hotel selber. Somit kann man dann schön entspannt laufen. Für die Qualität hier, Tonqualität mit dem Wind, möchte ich mich jetzt entschuldigen. Aber das ist ja nun mal am Meer. Ja. Gut. Ja. Tag 1 war dann somit beendet. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen am Strand bleiben und dann mal schauen, naja, ins Hotel zurück, was essen. Ja, morgen weiß ich noch nicht, was ich morgen mache. Da im Zimmer nur zwei Steckdosen sind, werde ich bestimmt noch irgendwie so einen Verteiler mir noch holen. Ja, und dann mal schauen, was wir machen. Auf jeden Fall werde ich euch dann wieder mitnehmen, werde ich euch zeigen, ja, werde ich das Ganze in mehreren Videos wie letztes Jahr aufteilen oder vielleicht in ein größeres, mal schauen, weiß ich noch nicht. Aber was jetzt im Gegensatz zum letzten Jahr hier schon wieder ist, also wir sind hier in der Hauptsaison, wo die Franzosen noch im Urlaub sind, ja. Also es ist alles viel voller als letztes Jahr. Aber der Strand, wenn man da, ich glaube 6:30 bin ich hier angekommen, da war es schon wieder relativ leer. Wasser hat noch eine schöne Temperatur. Lufttemperatur sind wir bei zwischen 23 und 25 Grad. Ja, aber die Sonne ist eben halt intensiver. Gestern auch, dadurch, dass immer mal ein bisschen Sonne war und geregnet hat, trotzdem habe ich mir Sonnenbrand. Sieht man wahrscheinlich auch noch im Gesicht. Ja. Aber heute geht es schon wieder. So, das war der Tagesbericht von heute. Ja, dann lasst es euch gut gehen. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. We'll be right back.